Das Motorrad wurde erfolgreich gekauft. Digga, das ist nicht normal. Jo, was geht ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Ihr könnt schon sehen, ich sitze im Transporter zusammen mit Rico. Wir beide sind gerade auf dem Weg nach Hamburg. Ihr habt es ja wahrscheinlich jetzt eh schon im Titel gelesen oder im Thumbnail ein bisschen verschwärzt gesehen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob es klappen wird oder nicht, aber in Hamburg werde ich mir jetzt erstmal ein Motorrad angucken und wenn alles passt, dann werde ich es auch kaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie gleich folieren lassen will oder erstmal so lasse, weil so wie sie jetzt gerade aussieht, ist schon auch wirklich sehr sick. Ich melde mich einfach wieder, wenn ich in Hamburg angekommen bin. Also, bis gleich. So, 3 Stunden später und wir sind im windigen Hamburg angekommen. Die Leute, die wahrscheinlich hier in Hamburg wohnen, die wissen, was für ein Händler hinter mir steht. Alle Leute, die es nicht wissen, ihr müsst euch noch kurz gedulden, denn jetzt mache ich erstmal eine Probefahrt mit der Karre. Ich will sie euch aber nicht einfach so zeigen mit einer Probefahrt, sondern vielleicht noch einen kleinen Bikeporn mit einbinden. Also lasst mich kurz die Probefahrt machen und wenn das denn passt, dann werde ich sie nehmen und dann geht's auch los und dann kriegt ihr sie auch zu sehen. Bis gleich. So ihr Coolen, ich bin wieder in Berlin. Das Motorrad wurde erfolgreich gekauft und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Bikeporn. Bikeporn geht ab in 3. Wir sind gerade bei der Probefahrt. Ich habe mich jetzt hier auf den Parkplatz mit der Maschine gestellt. Die Maschine steht genau hinter mir. Ey, ich freue mich richtig. Es ist mein absolutes Traumbike, ist es. Bam! Das ist sie, die Ducati Panigale S1199. Ich finde einfach, dass es nur ein Gedicht ist, wie diese Maschine hier dasteht. Also, wenn mich immer Leute gefragt haben, was ist so dein Traumbike, dann konnte ich immer gar nicht richtig antworten, weil ich finde so viele Motorräder schick. Aber von der Form her fand ich die Panigale immer am schicksten. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, ich glaube, es war die E-Mod vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren. Da saß ich auf der Panigale, auf dem Ausstellungsstück. Und ich dachte mir, oh, ist die heftig, aber so unerreichbar wirkte das alles noch mit einer Panigale. Ja, im Endeffekt habe ich mir jetzt einfach meinen Traum erfüllt. Ich hoffe, viele von euch, weiß ich nicht, die das jetzt alles so ein bisschen ernster sehen mit dem Rennen und so. Natürlich, ich werde jetzt mit der Panigale auch weiterhin nur durch die Stadt eiern und ich werde weiterhin 3 Stunden Challenges machen. Also, falls Leute jetzt denken, ah, viel zu schade, sich dafür eine Panigale zu holen für deine Videos, ja. Ist vielleicht auch viel zu schade dafür, aber trotzdem, mir geht es um die Optik. Ich feiere das Bike und das ist ja auch die Hauptsache eigentlich. Mich würde echt mal eure Meinung interessieren, was ihr zu dem Bike sagt. Ich werde jetzt hier nochmal einmal komplett rumlaufen. Also ich finde sowohl die Front als auch die Seite als auch das Heck mit der Einarmschwinge hinten
Finde ich so unglaublich sexy. Natürlich habe ich jetzt hier ein Überführungskennzeichen mit Kabelbindern dran. Aber dieses Heck, Alter, das ist einfach nur heftig. Wir sind gerade Autobahn hierher gefahren, ein kurzes Stück. Und die hat so viel Leistung, so viel Leistung. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Also ich traue mich auch noch gar nicht, die Leistung komplett auszuschöpfen. Aber ich denke, da werde ich mich nach und nach rantasten. Das heißt, es geht jetzt zurück. Und dann wird der ganze Papierkram fertig gemacht. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Bike, irgendwas, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir die Kommentare durchlesen und werde euch auf jeden Fall darauf antworten. Ich mache es immer noch an, dass ihr nochmal einen kleinen Soundcheck habt von dem Bike. Da sieht man erstmal das Display. So dieses typische Ducati-Klackern. Ich feiere das. Ich weiß nicht, ob ihr es feiert, aber die klingt so brutal bassig, also auch im Stand. Oh. Da geht ein Auspuffrohr raus und auf der Seite geht ein Auspuffrohr raus. Die ist einfach so krass laut und so bezaubernd schön. Also die ist wirklich so bezaubernd schön. Ich denke, ich werde sie jetzt erstmal ein bisschen schwarz lassen, aber dann wird das Chromrot wiederkommen. Und dann wird die auch sowas vom ballern. Aber ich finde, so wie sie hier steht, finde ich sie auch schon so unglaublich schick. Also ich wüsste gerade gar nicht, was ich daran jetzt noch so krass doll verändern soll. Vielleicht kommen die Spiegel noch ab und hier kommen irgendwie so Länderendenblinker hin oder noch andere Spiegel. Ich weiß es noch nicht genau, die sind mir ein bisschen zu lang. Aber ansonsten, ach Digga, das ist einfach so brutal. Ey, die ist so übertrieben schön. Ich kann es gar nicht fassen. Ich möchte mich nochmal bei euch recht herzlich bedanken. Ohne euch hätte ich mir dieses Motorrad nicht holen können. Ich hoffe, das wisst ihr auch, dass es allein euer Verdienst ist. Und ich versuche euch immer sehr viel zurückzugeben. Das Einzige, wie ich mich dafür dankbar erkennen kann, ist, indem ich sowas wie die Giveaways mache, wie ich die chromblaue Gixxer verschenkt habe oder die KTM SMCR 96. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich mache jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, mache ich jetzt YouTube und es ist einfach unglaublich, dass ihr mir so eine Maschine ermöglicht habt. Möchte ich mich wirklich nochmal recht herzlich bei euch bedanken. Digga, die ist so laut. Die ist echt krass, Alter. Die ist brutal. Die ist brutal laut, wa? Wollen wir mal wechseln? Digga, Alter. Digga, das ist nicht normal. Yo, look, I ain't saying that I'm rich. Cause if I'm honest, I've never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people.